So, eine Runde noch? Absolutes Träumchen. Eine Runde noch, ne? Ja, klar. Ja. Ich hab morgen frei. Ich auch. Ich hab dafür Donnerstag und Freitag frei. Ich hab bis Mittwoch frei. So, ich kaufe mal eine Kopfkamera. Na gut, dann machen wir noch ein Profihaus, oder? Was? Ernsthaft? Okay, dann dürfen wir gar nicht reden am besten. Ach was? Easy. Equipment. Oh nein. Soll ich einen anderen Job wählen? Was, aber ist nicht Asylum, oder? Profi. Nein, um Gottes Willen. Ich will nie wieder ins Asylum. Krass, Level 9. Ab würde, Profi, würde ich geil. Ich nicht sagen, dass ich mich da verlaufe, aber... Was machst du da? Du backst da voll in der Wand drin. Hock dich mal hin und guck auf den Boden. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ja. Ach nein. Wasser? Dreckiges Wasser. Oh, super. Mit Profi. Ja. Klasse. Und machen Sie ein Foto vom Geist. Immer dann, wenn man es nicht braucht. Ja. Ach, supi. Oh, ich drücke mal das Falsche. Ja, stresst mich hier doch nicht so. Geht sie mal da weg? Ich muss ans Regal. Aber Räucherstäbchen sind auch bei. Ja. Das ist doch super. Ja. So, wieder ein Foto. Schenken. Räucherstäbchen. Was ist denn das hier unten? Was ist das? Was ist das? Neben der Kerze, rechts. Die beiden. Was ist das? Mami, was ist das? Was denn? Salz. Salz. Okay. Salz für die Wunde. Ach so. Mal dann Salz. Was habt ihr dabei? Nimmt jemand eine Kamera? So, Katrin ist doch hier die Kamerafrau. Katrin hat Piepsi. Ich hab Videokamera. Ich hab Thermometer. Und ich kann die Fingerabdrucksuchdings noch mitnehmen. Thermometer okay, habe ich auch. Mit. Ja, super, mach du doch mal Foto. Mein Foto. Ich habe mir eine. Es muss so still sein, oder was, ja, ne? Ich glaube, es wäre besser. Ja, weil nee. Der kann gleich handeln, oder? Der Zeit läuft gar nicht ab. Ja, yeah, die Zeit ist nicht. Wo bist du denn? Im Zimmer mit den zwei Betten unten und dem Bild mit der komischen Lady.
messe hier auch 8,2 Grad teilweise. Hättet ihr was, oder? Ich habe Fingerabdrücke gefunden. Hast du ein Foto dabei? Sonst, ich bin gerade auf dem Weg, ich habe ein Foto. Ich habe keins dabei, komm mal her. In das Buch. Holy Macaroni. Wie vorsichtig wir sind, weil so ein Profi ist. Oh, da war er gerade. Ja, es ist so. Oh. Ja, der ist da. Oh Gott, der ist hinter Katrin her. Oh nein. Oh Gott, damit. Ich hab das überlebt. 43, 39. Oh Gott, der jagt immer noch. Puh. Katrin, lebst du noch? Komm mal. Katrin? Ist auf null, Katrin. Aktuelle Aktivität. Sie ist weg, tot. Ist weg. Katrin okay. Ist tot. Oh. Boah. Übel. Übel. Und bis jetzt haben wir nur Fingerabdrücke, oder? Ja. Sie hat eine Kamera aufgestellt, ne? Haben wir sonst was? Ein Orb ist dann nicht, ne? Ja, ich sehe kein Orb. Ich mach sonst mal ein Foto von ihr. Mist, die Kitze. Tanne, du bist bei 33%. Okay, das ist doof.
Er ist gerade auf 4 wieder. Okay. Ob ist keiner. Ob ist. Ich habe mir noch die Box mitgenommen zum Sprechen. Der reagiert auf alle. Mist, wo ist die? Alter! Hui! Ich hatte ihn gerade gehört, als du ein Foto von Katrin gemacht hast. Aktivität ist auf 9. Ey, wenn die mir jetzt wegstirbt, ne, dann bin ich durch. Hast du mich erschreckt? Oh, es hat freezing temperatures, oder? Nein, ach so, raus. Doritos nur noch 20 Sanity. Dori, komm rein, du hast nur noch das 11 jetzt nur noch. Hörst du mich? Ja, ja. Du, ich würde. Die war gerade vor mir gestanden, aber ich glaube, ich habe zu spät abgedrückt, weil ich sehr erschrocken bin. Okay. Meinst du es nicht EMF Ebene 5? Meinst du es EMF Ebene 5? Es könnte sein, das Ding hat gepiepst und es kam zu spät, um aufzugucken. Weil es hat sehr laut gepiepst. Also gehen wir mal davon aus, würde ich sagen. Gehe auch davon aus, dass es EMF ist.
Katrin, wir gehen davon aus, dass es EMF ist. Aber uns fehlt trotzdem noch eins, ja, ne? Oh nein. Katrin sagt, es waren nur 4. Scheiße. Gott. Okay, dann ist es kein EMF. Eventuell. Psst. Wir haben definitiv nicht gesprochen. Nee. Was kann man denn mit dem Salz machen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Okay, aber du müsstest, wenn wir nochmal reingehen, solltest du jedenfalls Dings nehmen. Pillen! Ja, wir müssen ja nochmal rein. Verdammt. Aber das Ding ist, vorhin hat es bei Peachy und mir auch gebackt und da war halt auch die ganze Zeit nur 4. Okay. EMF 4, aber es war trotzdem EMF 5 am Ende. Okay. Achso, haben wir ein Buch reingelegt? Buch liegt. Okay. Buch liegt auf dem Schreibtisch. Hat er wahrscheinlich reingeschrieben, ne? Hat die Oma nicht reingeschrieben? Wie? Also Reasing war es halt bis jetzt auch noch nicht. Reasing war es bis jetzt halt auch noch nicht. Also Gefriertemperatur. Hm. Und ein Orb sehe ich auch nicht. Elefanti sagt, gleich das Buch mal auf den Boden legen. Na, können wir suchen. Meistens geht's nicht. Was ist denn meine Sanity? Ist 48, 45. Sonst mache ich das eben mit dem Buch. Lege ich es mal auf den Boden. Ja. Nimm du auch noch mal Pillen. Okay. Wir brauchen das jetzt einfach. Und dann gehen wir noch mal rein, gucken nach Buch. Versuchen nochmal zu sprechen. Hätten nochmal die Temperaturen. Vielleicht sind die auch nur wärmer wieder geworden wegen Röcheln. Wäre auch Sinn. Ja, ich kann gerade nicht aufnehmen. Ich habe voll. Hast du noch Platz? Ja, jetzt bin ich dran. Okay. Ja. Gucken wir mal. Elefanti, wir spielen gerade auf Profi, da kannst du uns gerne Tipps geben. Ja, wobei meistens klappt es, wenn es auf dem Bett liegt. Und beim letzten Mal hat er ja auch auf dem Küchentisch geschrieben. Bin ich doof? Nicht diese. Wo bist du? Wer bist du? Und wie alt bist du? Schreib in das Buch.
Dorita ist nur noch 24 Sanity. Ja, müssen wir mit überleben, wa? Keine Ahnung. Ich auch nicht. So, hier geht doch nichts. Ist das nicht normal bei Dori? Ja, eigentlich schon. Eventuell auch. Ja, keine Ahnung. Ich bin überfordert. Ich weiß es nicht. Habe ich kein Orb, kein Nix. Das ist ein bisschen schwierig. Ist auch Profi, ne? Aber ich finde es auch gut, dass es mal nicht so einfach ist. Ja, gut. Ja, mal versuchen, wie wir es ausschließen. Also ich bin mir relativ sicher, dass das EMF-4 ein EMF-5 sein sollte. Okay. Weil wir können so viel ausschließen. Das ist gerade ein bisschen schwank. Oh, jetzt ist sie auf 10. Definitiv nicht. Ja, jetzt ist sie auf 10, schön. Oh. Stell dir mal vor, sie wäre jetzt auf 10 und würde jetzt hier zu uns kommen, so. Könnt mir halt vorstellen, dass sie jetzt noch ins Buch reinschreibt. Ja. Würde das rein theoretisch gehen? Wer ist ein Revenant? Hm. Okay, siehst du auch. Ich kann ja mal gucken gehen. So. Ja, ich gehe mal gucken. Der Elefanti, du sagst das so einfach. Bequatsch sie mal. Aber willst du nicht so ein Kruzifix mitnehmen und auslegen? Vielleicht hältst du sie dann auch vom Jagen. Geh noch kurz mit und werf noch eins rein. Ein Kruzifix. Sie hat ins Buch geschrieben. Nice, dann komm da raus. Alles gut, der Elefant, ja, alles gut. Hui, wo bist du? Ach, da. Ich habe das Buch durchs Fenster fotografiert. Ich habe es aber auch fotografiert. Aber okay. Ich habe es auch fotografiert. Guck mal, ihre Schwankungen. Ja, okay. Also, wir haben noch Geister, wir haben das Buch. Also, gehen wir jetzt davon aus, dass es eben eine 5 war, aber das hat er eben schon wieder so stark gefiebt. Oder? Geh davon aus. Ja. Weil ich sehe keinen Orb. Hm. Und sie hat definitiv nicht gesprochen. Ja. Das haben wir so oft alleine und zusammen probiert. Und die Gefriertemperaturen waren es halt auch nicht. War immer gut in den Pluszahlen. Ja, das stimmt. Die Tricks über 4. Ja. Okay, dann gehen wir mal davon jetzt aus, weil nochmal rein mag ich irgendwie nicht, weil ich kann zwar nochmal rein, aber ich weiß nicht, was ich da soll. Katrin, stell mal. Oh. Katrin, stell mal Revenant ein. Wir vermuten, es ist Revenant. Also Fingerabdrücke, Geisterbuch. Geisterbuch.
Nee, dein Foto ist nicht genommen worden von dem. Von Dings. Okay. 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 Let's try. Ja. Guck mal, der Geist spielt noch mit sich selber. Du das Knöpfchen drücken. Ja, ich drück das Knöpfchen. Ich bin auch gespannt, Elefanti, was das sein wird. Und? Yes! Verdammt, ich habe das Spirit getippt. Ach nee. Oh nein. Was war Spirit? Was? Box halt. Dachte halt die Box, aber ach, die weil Box. Die halt so der war halt so extrem aggressiv. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Normalerweise bei dem Revenant, der, wenn man sich versteckt hat, war er dann nicht mehr so. Deswegen habe ich dann halt doch auf Spirit getippt. Ah, okay. Ah, gut. Und dich hat er ja voll gesnackt dann, ne? Noch keine Versicherung ja, in der Tür, ne? Du bist Kai, wie? Wir haben mal ein schönes Foto von dir gemacht. Na, er hat wahrscheinlich na, toll. Hm. Oh. Nein. Krass. Ich glaube, das war's. So. Ich glaube, ich bin jetzt im Feierabendmodus. Spirit ist auch ein schlimmer Geist, stand sogar dabei im Buch. Die sind alle schlimm. Ich war noch nie in einem Haus und habe gedacht, boah, geil. Boah, du geiler Geist. Doch mit der Jagd jetzt eben, als mich die andere da gejagt in hat. In der Schule. Das war doch sehr schön. Das war super schön anzuschauen, aber ich hätte es nicht sein wollen. Nee, das stimmt. Schön, dass ihr dabei wart, Mädels. Irgendwie hatte ich so Bock auf das Spiel und hey, ich werde immer besser. Bist mutiger auf jeden Fall. Ja. Obwohl ich dann, wenn man so alleine irgendwie, ich glaube, vorhin mit, wenn man so alleine ist, ist echt ein bisschen kacke oder so. Hui! Ui! Lucy! Lucy, danke für dein Raid. Zu spät. Ja, zu spät. Aber cool, danke. Zu spät. Aber lieb, dass du an mich gedacht hast, Lucy. Ich geh mal hier aus dem Spiel raus und komm gerne noch mal kurz in den Discord. Oder sagen wir jetzt hier schon tschüss? Eigentlich können wir ja. Hier schon tschüss sagen. Ne? Sag jetzt hier schon tschüss. Okay, ciao. Danke, Katrin, dass du noch mit eingesprungen bist und so. Dankeschön. Ja, und danke, die Dori. Dankeschön, auf Wiedersehen. Danke dir. Danke dir, bye-bye. Der Mond macht euch klein, jetzt suchen wir euch heim. Pass nur auf, wir kommen rein. Die Geistercrew ist da.